Eben die, die mit Gewalt gar nichts zu tun haben wollen. Gewalt ist auch ganz klar, hat in den Stadien definitiv nichts zu suchen. Und es gibt Vereine, die gehen vielleicht interessante, ganz besondere Wege, um Krawallen, um Gewalt, auch Handgreiflichkeiten gegenüber Profis vorzugehen. Wir erinnern uns auch natürlich da ganz schnell an den Fall Kevin Pezzoni vom 1. FC Köln. Aber Mainz 05 ist vielleicht mehr als nur ein gutes Beispiel. Die Fantage auf Mainzer Seite. Schauen Sie mal. Eine Woche im Zeichen der Fankultur. Was sich nach Party anhört, ist eine besondere Geschichte. Denn organisiert sind die Fantage von den Ultras. Und die öffnen sich erstmals wirklich nach außen. Bei den Mainzer Fantagen geht es vor allem darum, das normale Stadionpublikum zu erreichen, die Medien zu erreichen, die Vereine und Verbände zu erreichen und denen einfach mit denen in Dialog zu treten, Vorurteile abzubauen und so einfach eine Kommunikationsplattform zu schaffen. Zum Erhalt der Fankultur, so das Ansinnen derer, die oft in Sippenhaft als Chaoten und Gewalttäter genommen werden. Aber wir sahen soziale Projekte, Workshops in Sachen Fahnenmalen zum Beispiel oder Thema eines Rechtsanwaltes, wie verhalte ich mich, wenn es Stress gibt? Junge Zuhörer, die wissen, im Bereich der Ultras haben sie oft mit Polizei zu tun. Zur künftigen Deeskalation soll dieses Projekt beitragen. Ergo? Ich sehe da eine ganz große Bereitschaft, sich mit anderen Szenen auseinanderzusetzen, sich auch mit den eigenen Fehlern auseinanderzusetzen. Das ist auch etwas, was in der Öffentlichkeit eigentlich viel zu kurz kommt. Ultras auf gutem Wege also, dem Wege der Besserung, ein Ansatz zumindest scheint gemacht, theoretisch. Die Praxis jedoch spielt da draußen auf dem Platz. Und da ist leider dieses oft dunkle Kapitel der Vergangenheit auch der ganz aktuellen Gegenwart. Szenen wie diese sind fast alltäglich geworden und werden immer, sicher auch oft vorschnell, den Ultras übergestülpt. Hier gilt es auch für Medienschaffende zu differenzieren, ohne Pauschalurteil allerdings. Solche Gewaltbereiten, die sich auch noch als Ultras zu erkennen geben, sind das Problem aller, die sich Ultras nennen. Wer sich hiergegen nicht mit Selbstregulierungskräften auflehnt, sitzt mit im Boot nach dem gesellschaftlichen Grundsatz, wegschauen ist wie mitmachen. Für uns ist es natürlich scheiße, wenn solche Sachen passieren, weil es uns vielfach auch einfach die Argumentation nimmt. Ja, also wenn wir von Selbstregulierung sprechen und im nächsten Moment schmeißen andere die Fackeln auf den Platz, tut uns das natürlich die Argumentation und die Aufklärungsarbeit, die wir leisten, mit dem Arsch wieder einreißen. Die Situation ist verfahren. Mit der Politik haben Fanvertreter große Probleme, weil die Politik Fans nicht auf Augenhöhe als Gesprächspartner ernst nimmt. Beispiel Sicherheitskonferenz, Innenminister, DFB, DFL, Vereine, Polizei. Aber Fanvertreter unerwünscht, schlichtweg ein Skandal. So kann man nicht kommunizieren. Stattdessen wurden als Konferenzergebnis Sanktionen verschärft. Es ist völlig klar, dass wir den Fußball nicht von einer kleinen Minderheit Chaoten uns kaputt machen lassen. Dem werden wir mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Und dafür werden wir auch die richtigen Antworten und auch Maßnahmen finden. Die beste Maßnahme wäre mit Betroffenen reden, aber das geschieht selten. Zu den Mainzer Fantagen waren DFB und DFL eingeladen, beim Deutschen Fußballbund aber gab es kein Interesse. Für die DFL kam erst nach Protesten und einem offenen Brief Thomas Schneider, Leiter Fanangelegenheiten. Mit ihm wollten wir sprechen, aber Interviews wurden abgelehnt. So machen Verbände jede Menge falsch. Bis heute ist es so, dass diese Unterredungen, die da stattfinden, dieser Austausch, der da stattfindet, zu keinen konkreten Ergebnissen zu den Fans führt und bei den für die Fans führt. Und das erhöht oder hat in den vergangenen Jahren das Frustpotenzial immer weiter erhöht. Und da muss auf jeden Fall eine klare Kursänderung, ein klares Signal kommen, auch von den Verbänden. Ultras wollen Bengalos. Man solle ihre Emotionen respektieren. Dabei respektieren viele von ihnen Gesetze nicht. Pyro ist strafbar, fällt unter das Sprengstoffgesetz. Und noch ein Konfliktpunkt, Thema Polizei. Sicherheit soll sie geben, doch oft genug ist genau sie Auslöser von Aggressionen. Zum einen finden Personenkontrollen statt, die teilweise mit übergroßer Härte durchgesetzt werden. Es ist auch so, dass die Polizeibeamten sicherlich darunter leiden, dass ihnen das Wochenende kaputt gemacht wird. Von daher bauen sich auch aus diesem Grunde Missstimmungen auf. Die Fans selbst kommen in Feierlaune und nehmen unter Umständen die Polizeibeamten nicht ernst. Tatort, Stadion, die Arenen gleichen Hochsicherheitstrakts. Jeder Winkel wird hier ausgeleuchtet. Gut, wenn es der Sicherheit aller dient. Auf die Ultras gehen dabei die meisten Kameras. Genau dorthin also, wo jene stehen, die nach eigenem Anspruch die einzig wahren Fans sind. Ein stimmungsvolles Foto derer hängt zwar in Mainz im Presseraum, aber kritiklos sind die hier längst nicht, die Ultras. Die Leute müssen ein bisschen verstehen,
wir können nicht sagen, wir Fans, und das ist eine Gruppe von 300, 400, 500, es sind noch 30.000 andere im Stadion, und die Meinung muss nicht mehr deckungsgleich sein, man muss die Meinung der anderen auch akzeptieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und genau damit hatten sie große Probleme in der Vergangenheit. Umso bemerkenswerter ist jetzt ihre Öffnung nach außen. Sie bieten eine öffentliche Gesprächsplattform und versuchen damit, sich selbst als Ultrabewegung aus der Fast-Isolierung der gesamten Fanszene herauszulösen. Kritik am eigenen Anhang inklusive. Auch wir Ultras müssen da an uns arbeiten, müssen die Selbstregulierung fördern innerhalb der Gruppen. Und nur so können wir dann auch es schaffen, wirklich irgendwann mal ernst genommen zu werden. Zumindest die Szene in Mainz hat mit den Fantagen einen vernünftigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Kommunikation als A und O zur Besserung. Wenn Ultras und Co. mit Normalo-Stadionbesuchern und Spielregeln auf Dauer in Einklang kommen, dann würde diese Woche der Fankultur eine großartige Geschichte erzählen. Ja, in jedem Fall sehr löblich, wie ich finde. Felix, inwieweit kann so eine Aktion wie in Mainz helfen? Ja, helfen auf jeden Fall. Also es liefert einen Ansatz zumindest. Einen Ansatz, an dem man sich durchaus ein Beispiel nehmen sollte, weil es ist ja ein offener Dialog. Es gibt ja immer wieder Gespräche mit Fanvertretern, die oftmals dann hinter verschlossenen Türen stattfinden, von der die Öffentlichkeit und auch andere Fans gar nicht so richtig mitkriegen. Ich glaube, ein Dialog ist immer das beste Mittel. Man muss miteinander reden, Kommunikation. Und ja, der muss aber offen geschehen und in der Öffentlichkeit durchaus auch wiedergegeben werden. Und der muss auch ergebnisoffen sein. Also beide Seiten müssen die Chance haben, ihre Anliegen vorzutragen. Kannst du dir erklären, warum der DFL-Vertreter jetzt gerade nicht sprechen wollte? Das verwundert mich ein bisschen. Gibt es da eine Erklärung für? Verwundert mich auch. Ich halte es für das falsche Signal. Weil Gespräche müssen offen geführt werden. Sie müssen einfach darstellbar sein. Man muss wissen, was ist denn gesagt worden. Man muss es auch festhalten können. Vielleicht eine Art Protokoll. Und da tut man sich dann keinen Gefallen, wenn man sagt, ich möchte kein Interview geben. Ist Mainz, so wie wir das jetzt gerade gesehen haben, vielleicht auch ein gutes Beispiel, in welcher Art dann auch immer das umgesetzt wird. Aber für den ersten FC Köln, da ist der Fall Pezzoni natürlich noch bei uns auf der Festplatte, ohne Frage. Wo wirklich jetzt ein Spieler ja so angegangen wurde, wie das dann noch letztlich mit der Vertragsauflösung geschehen ist, ist eine andere Geschichte. Aber dass er eben gesagt hat, ich spiele hier nicht mehr oder weniger, und ich unterschreibe die Auflösung. Ja, das ist schon also ein schockierender Moment, über den man reden muss. Und dadurch ist das Thema jetzt ja auch noch mal ganz groß angestoßen worden. Das ist ein Ansatz, wie gesagt, den Mainz liefert. Ich glaube nicht, dass man alle Sachen eins zu eins auf jeden Verein übertragen kann. Da sind auch die Fangruppen unterschiedlich. Da sind auch Städte, in denen die Fans leben, anders. Sie funktionieren anders. In Köln gibt es immer ganz viele Extreme. Bei Köln, da wird alles gefeiert und auch alles niedergemacht. Eine sehr extreme Stadt, was den Fußball angeht. Sehr fußballbegeistert einfach. Und da muss man immer gucken, aber Dialog, der funktioniert überall. In welcher Form? Ich glaube, da muss man immer jeweils speziell auf das Gebiet und auf den Verein auch gucken. Felix, wir hören mal, was Uli Hoeneß gesagt hat, gerade eben zum Fall Pezzoni und den Kölner Fans.